Krebs trifft jeden dritten Menschen in Deutschland. Das ist eine schlimme Sache für die Betroffenen, für die Familie. Landwirte wollen was gegen tun. Dietrich Pritscher ist einer von ihnen. Er ist Schweinehalter und er will mit einem Fahrradkurs versuchen, Geld zusammenzukriegen, damit die Krebshilfe unterstützt werden kann. Herr Pritscher, was ist Ihr Antrieb genau? Ja, ich habe die Aktion Big Challenge von der ersten Minute an beobachtet, weil ich eben gerne Rad fahre. Und der Georg Biedemann im Rheinland hat im letzten Jahr was Fantastisches geleistet. Er hat es geschafft, da innerhalb von Wochen eine Riesenveranstaltung auf den Weg zu bringen und hat eben mit 220.000 Euro die größte private Einzelspende da generiert. Und das wollen wir in diesem Jahr unterstützen. Und generell ist es so, dass es sehr überlegenswert ist, ob man diese Veranstaltung nicht als Sternfahrt später mal organisiert oder in alle Bundesländer holt. Und das ist meine Motivation. Ich möchte Georg Biedemann unterstützen. Der steckt viel Arbeit in das Projekt und ist sehr erfolgreich. Der Bauernverband in Schleswig-Holstein gibt das Startgeld, 500 Euro. Wie viel kommt da dieses Jahr zusammen insgesamt? Also der aktuelle Stand war heute Morgen 154.000 Euro. Und ich weiß, dass sehr viele erst nach der Veranstaltung ihre Überweisungen tätigen. Ich schätze, die 220.000 Euro werden wieder geknackt. Damit die größte Einzelspende für die Krebshilfe? Absolut. Ja, es gibt ja manchmal auch noch andere private Spenden. Das können wir ja natürlich jetzt nicht beurteilen. Aber es ist eine wirklich sehr schöne große Spende und sie ist auch gut angelegt. Sie fahren ja jetzt bei regnerischem Wetter. Kann man das schaffen? 480 Kilometer? Also wenn es genauso regnet wie jetzt im Moment, dann ist das eine wirkliche Herausforderung, weil dann die Haut an bestimmten Körperteilen das nicht mitmachen wird. Aber ich bin ja nicht nur Schweinebauer, sondern auch Ackerbauer und wir haben den Regen dringend nötig und ich kann nicht vom Bauernverband stehen und sagen, ich möchte jetzt keinen Regen haben. Also der Regen ist bares Geld und das kriegen wir trotzdem hin. Wir haben hier 50 junge Landwirte, die werden Ihnen einen Abschied noch schön geben und wir wünschen Ihnen viel Erfolg, dass Sie heute Abend in 24 Stunden rechtzeitig dort ankommen. Ja, vielen Dank. Ich werde es versuchen. Okay, wir sind 2 Kilometer. Wie viel sind das? Ja, ungefähr Kilometer 46. Kilometer 46 also in Buhe angekommen. Ungefähr 10%. Ungefähr 10% der Strecke. Wie war es bisher? Bisher war es abwechslungsreich. Wir hatten viel Glück. Wir hatten ja eigentlich fast mit Regen gerechnet. Ja. Aber das passt. Und hat viel Spaß gemacht, jetzt gemeinsam zu fahren. Aber ab jetzt wird dann ein bisschen Nachtregen. Also ist auch gerade warm gefahren. Jetzt ist es schön, ja. Gut. Betriebstemperatur und dann geht's los. Super, dann viel Erfolg und bis morgen. Bis morgen. Wir melden uns. Ja. Danke.